Ich stehe heute vor dem Nachbarschaftstreff Union-Salon in Dortmund und hier gibt es ein Streikcafé, welches hier organisiert wird. Was hat es damit auf sich? Ja, wir haben heute anlässlich des 8. März ein Streikcafé hier im Union-Salon organisiert, wo wir ein bisschen den Schwerpunkt darauf haben, zum Streik in der Sorgearbeit aufzurufen. Wir haben heute den Fokus auf die Sorgearbeit gelegt, um darauf aufmerksam zu machen, wie unterbezahlt bzw. unbezahlt Sorgearbeit ist, wie überbelastet Menschen sind, die in der Sorgearbeit arbeiten, sei es zu Hause in der unbezahlten Sorgearbeit oder auch in der Lohnarbeit, und rufen hier an diesem Tag zum Streik der Sorgearbeit auf. Gestern war ja auch die Vorabenddemonstration in Dortmund zum 8. März. Dort ist ja die feministische Initiative auch aufgetreten. Da war ja so ein anderer Schwerpunkt auf Prostitution und heute die Basisarbeit. Sind das so zwei Sachen, die euch wichtig sind, dieser aktivistische Bereich und gleichzeitig dann auch die Arbeit dann im Viertel? Genau, ich glaube, zu einer guten politischen Bewegung gehören verschiedene Grundpfeiler. Und das ist zum einen Basisarbeit im Viertel beziehungsweise auch in Betrieben der Sorgearbeit oder also gerade als feministischer Schwerpunkt oder generell im Betrieb und dann eben auch auf der Straße, um reinzuwirken in die feministische Bewegung, in soziale Kämpfe und da Schwerpunkte zu setzen und Akzente zu setzen. Und genau, das haben wir, glaube ich, an diesem 8. März ganz gut hingekriegt, diese zwei Schwerpunkte dann an verschiedenen Tagen zu vereinen und eben auch wichtige für uns Schwerpunktthemen zu setzen. Genau. Vielleicht mögt ihr noch kurz einmal uns einen Eindruck geben, was hier heute genau passiert alles vor Ort und wie es dann auch weitergeht nach dem heutigen Tag. Was gibt es vielleicht für Angebote, wo man dazustoßen kann, was spannend ist für alle, die auch vielleicht in der Sorgearbeit tätig sind oder so? Genau, heute hier vor Ort haben wir ein Nachbarschaftsfest organisiert, könnte man sagen, bei uns hier im Nachbarschaftsraum, dem Union-Salon. Wir haben heute unterschiedliche Redebeiträge von Menschen, die in der Sorgearbeit arbeiten, sowohl in der Lohnarbeit als auch in der Zuhause in der Sorgearbeit. Wir haben Musik, Live-Musik und Essen. Also es ist einfach ein Fest heute, auch um den 8. März und auch uns Frauen zu feiern. Ja, im Nachhinein wollen wir natürlich nicht nur beim 8. März bleiben, sondern es soll auch weitergehen, auch das ganze Jahr über. Und es wird ab jetzt jeden dritten Donnerstag im Monat um 18.30 Uhr den offenen Sorgearbeiterinnen-Treff geben, wo es darum geht, sich zu organisieren, zu vernetzen, auszutauschen, ja, und einen politischen Fokus auf das Thema Sorgearbeit zu legen. Ja, dann schaut auf jeden Fall mal hier im Union-Salon vorbei, egal ob zu dem offenen Treffen, als auch so im Alltag, beim Café oder zu den anderen tollen Angeboten, die es gibt. Und sehr beeindruckend, was hier heute passiert und was auch gestern passiert ist. Glück auf in dem Sinne. Glück auf. Wo sie keine Abtreibung wahrnehmen dürfen. Das ist zu spät.